Ah, gucken wir doch mal. Okay, Berufsrisiko. John Elliotson ist tot und die Produktion von Sterics Beruhigungssirup wurde eingestellt. Jetzt, da ein Zweig von Sterics Unternehmen ausgeschaltet wurde, will sich Jacob daran machen, die Vorherrschaft des Meistertemplers im Transportwesen zu brechen. Unterdessen geht der Wettlauf um das Eden-Grabtuch weiter und Evie hofft, die Oberhand über ihre Konkurrentin Lucy Thorne zu erringen. Let's go! Let's go, ich bin bereit. Eisenbahn hat ihm nicht gereicht. Jetzt hat Sterek auch noch eine Omnibusgesellschaft gekauft. Vermutlich, um die Arbeiter im Bezirk zu kontrollieren und sie an die Leine zu legen. Pearl Attaway ist Stareks Konkurrentin, nicht wahr? Vielleicht sollte ich ins Geschäft einsteigen. Und Sie, Miss Frey? Was haben Sie vor? Ich habe das Papier studiert, das wir aus Kenways Haus haben. Ich sehe mir ein gewisses Monument an. Ein Brief. Für mich? Ah, okay. So. Blitzschlagzeilen. Zimmer mit Ausblick. Freundschaftlicher Wettbewerb. Ach, ja. Dann das hier. Und wir haben Karl Marx Erinnerung. Oh, wieder so viel Leute. Naja, wir machen erstmal das freundschaftliche Wettbewerb. Nicht einfach raus, bitte. Dankeschön. Dann gucken wir doch mal, gucken wir. Weil danach werden wir uns wieder an die Nebenmission setzen. Aber zur Abwechslung mal mach mal eine Hauptmission. Da ist mir tatsächlich schon aufgefallen, die Hauptmissionen kennzeichnen sich Gold. Ja. Entschuldigung. So, wir sollen also ins Omnibus-Wettbewerb einsteigen. Einfach nur, um Sterics Konkurrenz zu machen. Ob das gut laufen wird, sei mal dahingestellt. Ich denke ja. Ups. Aber wir gründen unsere eigene Omnibus-Gesellschaft. Ich bock zu. Verstehe unser. Lass mich bitte fahren und steig selber aus. Dankeschön. Hehehehehehehe. Was ist denn da passiert? Jacob stellt sich Pearl Attaway vor. Der Konkurrent von Sterics Omnibus-Unternehmen, das im Besitz von Malcolm Milner ist. Let's go! Miss Attaway. Ja, und wer? Oh, grandios, Sie sind hier, um mich zu ermorden. Ich was? Ist schon gut, jeder hat seinen Preis. Ist das genug? Ich habe nicht vor, sie zu töten. Was wollen Sie dann? Mr. Starek und die Milner Company haben ihre Vorhaben lange genug blockiert. Ich möchte Ihnen ein Geschäft vorschlagen. Wunderbar. Kommen Sie mit, wir haben viel zu besprechen, Mr. Jacob Fry. Zu Ihren Diensten. Solche Worte hört man doch gerne. Wären Sie so freundlich, die Zügel zu nehmen. Uiuiui, die klingt aber sehr sympathisch. Ich habe mehrere Morddrohungen erhalten. Malcolm Milner führt regelrecht Krieg gegen mich, seit Mr. Starrick seine Gesellschaft gekauft hat. Und nichts für ungut, hoffe ich, aber Sie sehen tatsächlich wie ein Mörder aus. Ich bezweifle, dass ich mich von dieser Kränkung erholen werde. Und was genau hätten Sie davon, mich
Was? Ich drück zu spät X? Oh, eigentlich wollte ich Leute einstellen. Die wirkt echt richtig, richtig sympathisch. Hehehehe. Müllers Angestellten töten. Ach. Oh, jetzt habe ich noch mehr am Hals. Verdammt. Ach, das sind unsere. Nice. Mach die kaputt. Konnte ich gerade nicht lesen. Anonym werden wahrscheinlich. Der ist eh tot, weil da unsere Rooks sind. Ich bin ein gutes Pärtchen. Malcolm Mirner. Starricks Marionette persönlich. Vorsicht, ihr Trottel! Dieses Paxin muss noch zum Attaway Depot. Glaubt er könnte meine Busse niederbrennen? Geben wir ihm seine eigene Medizin. Und zwar die ganze verdammte Flasche. Wir nutzen Milners Paxin gegen ihn. Doch dazu brauche ich meine Gang. Das ist unternehmerischer Instinkt, Mr. Fry. Ich überlasse das Ihnen. Ja, gut. Gut, dass unsere Rooks schon so gut sind. Alles gut? Ja, alles gut. Hör mal, komm. Komm, wir machen. Auf geht's. Was gibt's Neues? Ach, der war auch nur grün angezeigt. Aber es ist nur ein Kind. Danke sehr. Danke sehr. Ja, nichts. Feuert, wenn ihr bereit seid. Feuer! Mach den kaputt. Wollt ihr euren Typen nicht helfen, der Polizei gerade? Ah, okay. Die auch einfach alle umbringen. So, ich glaube, das wäre kein Problem. Schau mal das auch von oben an. Ich glaube, die halten nicht lange durch. Polizei ist auch schon da. Super. Hey! Ich glaube, das war. Gibt's noch einen? Nee. Ups. Lupsen. Losen. Ich drücke die Leertaste so viel ich kann. Geht das nicht schneller? Drücke, 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 drücke. Die Lunte ist gelegt. Ah, okay. Den Wagen mit Sprengstoff zünden.
Jetzt würde ich aber gern wegrennen. Ich habe schlechte Erfahrungen mit Sprengstoff gemacht. Okay, das war cool. Sideways Busfahrer vor dem Verfolger retten. Ah, okay, okay. Naja. Ja gut. Cool. Wir gucken mal, wie viel kostet uns das denn? 4. Bestätigen. Wir erleiden jetzt viel weniger Schaden. Upgrade für Ausrüstung. Wir haben wieder sehr gut Kohle. Messerbeutel für Eevee. Weil die kann ja doppelt so viel tragen und das ist echt verdammt cool. Ich hoffe, das zählt auch für sie, wenn ich das jetzt hier upgrade. Patronengurt wollen wir auch noch. Und natürlich holen wir uns auch noch den großen Patronengurt. Perfekt. Das zählt aber nicht als Level Up. Bevor wir jetzt... Doch. Wir bringen uns auf 1000 Pfund runter. Ne, nicht Pfund. Wie viel sind das? Pounds? Irgendwie sowas. Oh Leute, ich guck gerade auf der Karte. Okay, das waren immer noch dieselben. Wir sind gerade hier. Forschung und Entwicklung. Wenn wir gerade in der Nähe sind. Wir haben bei der Gateway-Mission haben wir echt viele Fähigkeitspunkte abgesandt. Ne? Ich glaube 2 Stück oder so. Richtig, richtig cool. Gib mir einen Wagen. Ja, leiste ihn mir. Super. Ah, schade, Passagierstraußen. Ich sollte mich halt echt ein bisschen mehr den Hauptmissionen widmen. Aber das ist halt dieser Drang bei Assassin's Creed, so alles, was du auf dem Weg hast, mitzunehmen. Oh, 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 oh. Was ist da jetzt erst hinterherin? Jacob besucht erneut Miss Attaway, um den Angriff auf Milner fortzusetzen. Let's go! Machen. Ich hatte gerade etwas Zeit. Sie haben Glück, dass ich Sie mag. Verbrennungskraftmaschinen. 7 kleine Silben, die einen großen Haufen Geld bedeuten. Die Maschinen werden Milner mit dem Zug geliefert. Fangen Sie sie für mich ab und der Mann ist am Boden. Zerstört. Dafür werde ich einen zweiten Zug brauchen. Und ich glaube, ich weiß auch von wem. Sind wir im Geschäft, Mr. Fry? Sie haben Glück, dass ich Sie mag, Miss Attaway. Funkelster? Vielleicht? Keinen einzigen Polizisten des Konvois töten. Oh. Okay. Aber atmen darf ich? Oje, wie holen wir den Zug ein? Ich glaube, das ist ein Zug. Oder so. Warte, das vercheckt einen voll. Die Zahlen.
Wie das immer nach oben springt. Das bleibt relativ... Nee. Ich wollte gerade sagen, dass es konstant bleibt, ja, und dann... ...und es wieder rumzuspacken. Aber wir treffen einen alten Bekannten, wenn ich das gerade sehe. Ned Wynard. Bekannteste Transvestit Londons. Oh, okay. Hey, warum war ich jetzt drin? Und damit nichts zu tun haben. Ja, bloß die kommen ja. Irgendwas einfach. Also. Hab bloß keine Angst, ein bisschen Blut zu vergießen. Weiß nicht, zählt das auch für mich? Soll damit nichts zu tun haben. Befreien. Wart. Wer fährt da weg? Oh. Meine Radius. Nicht so schnell. Was einfach? Oh, hallo? Ja, ich fahre, glaube ich, gerade genau in die Richtung. Sackgasse. Ich wollte eigentlich nur den abholen. Und wohin? Mir wird nichts angezeigt. Ach. Ja, vielleicht sollte ich hier einfach nur befreien. Ja. Ups. Also was wollen Sie, Fry? Warum glauben Sie, dass ich was von Ihnen will? Vielleicht habe ich Sie aus reiner Herzensgüte gerettet. Gut, ich sage Ihnen, worum es geht. Milner hat viel Fracht geladen. Kümmern Sie sich nur um den Transfer. Geben Sie es ihm. Wir haben keine Zeit. Machen Sie hin. Wollen Sie mit Verstärkung abkoppeln? Okay. Komm, rüber. Nein, die nicht. Zählt das, wenn ich sie abkoppel? Zählt, okay. Oh nein, ich wollte... Ah, okay. Das schon. Es zählt nicht. Immerhin müssen wir nur gegen einen kämpfen. Der ist aber auch schnell. Übertreib.
Ich will die Nebenmission haben. Ich koppel die ab. Die Zusatzmission. Aber es zählt nicht. Ah nein. Will den doch gar nicht. Auch nix. Warum nicht beide? Komm. Kein Anfänger. Auch nicht. Na, wer sagt's denn? Oh, doch. Ciao, ciao. Oh. Rüber mit dir. So. Ist doch alles gut gelaufen. Ach, mit den Kratern. Ah, okay. Wo sind die? Ach, da. Aber meine Leute sind einfach ein bisschen sehr stark. Ja. Sind einfach sehr stark. Verbrennungskraftmaschine. Das Ende des Pferdegespanns. Das ist wie ein Blick in die Zukunft. Und wie hoch ist der Verkaufspreis für die Zukunft, meinen Sie? Oh, wir verkaufen sie nicht. Wollen Sie sie etwa verschenken? Sie werden trotzdem bezahlt. Wer ist diese Pearl überhaupt? Wie lange kennen Sie sie? Wir sind Geschäftspartner. Mehr müssen Sie nicht wissen. Aber keine Polizisten getötet, ja? Ist doch immerhin etwas. Ja, laut ein bisschen schneller. Dankeschön. Oh je, ich hoffe, ich hab's nicht zu doll übertrieben. Ein bisschen Blattgold hier und da, ein paar Spritzer Schellack auf das Holz, alles neu gepolstert. Und wie gefallen dir die Lampenschirme? Onsenzug. So.